Die Sims 4 Reich der Magie wurde gestern Abend veröffentlicht, welches ich ungefähr eine Stunde gespielt habe. In diesem Video möchte ich meine ersten Eindrücke und Gedanken dazu für euch teilen. Willkommen bei Die Sims 4 Reich der Magie. Ich habe natürlich das ganze Gameplay-Pack noch nicht gestartet. Das ist jetzt das allererste Mal, wo ich es auch im Spiel geöffnet habe und werde jetzt direkt meine ersten Eindrücke mit euch teilen. Und ich würde sagen, wir gucken doch direkt mal im Erstelle einen Sim-Modus, was da so Neues gibt. Gehen wir hier mal zu den Frisuren runter. Hier gibt es für Männer zwei neue. Einmal so eine bisschen lockigere, offenere, hier an der Seite offenere Frisur. Und die hier, ja, ist doch eigentlich ganz okay. Also an sich sieht die Frisur natürlich cool aus. Die hier sagt mir jetzt nicht so zu. Aber ich finde auch, wie schon ab und zu in letzter Zeit bei den Sims, sehen die Frisuren irgendwie so aus, als wären sie irgendwie schon da gewesen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal bei den Frauen rein. Da ist es nämlich irgendwie ganz und gar nicht so, da ist eher das Gegenteil der Fall. Jetzt haben wir hier diese super coole neue Dreadlock-Frisur. Die hier sieht auch ganz interessant aus, was auch immer diese Spitze hier vorne sein soll. Aber die finde ich auf jeden Fall cool. Letztens habe ich mir auch gedacht, irgendwie, man müsste doch eine Möglichkeit noch einbauen, mit der man noch einzelne Strähnen irgendwie verändern kann. Es muss ja nicht mit einem Farbrad sein, aber irgendwie, dass man doch noch individuell die Farben anpassen kann. Die hier ist neu. Das sind alles relativ wenige Farben. Aber das hier sieht ganz cool aus. So ein bisschen süßer, eher in einem süßeren Stil, auch mit der flauschigen Optik so ein bisschen. Die eher sexy Hexe? Warum? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das könnte man theoretisch auch so tragen. Interessant. Das hier finde ich cool. Das ist auf jeden Fall ein ganz cooles Outfit. Hat irgendwas von einer Piratin, muss ich sagen. Und das hier, ja, ist doch auch ganz okay. Könnte auch aus einem Into the Future Pack sein. Aber, eher in so ein bisschen neutraleren Farben, bisschen dunklere Farben. Hier haben wir auch wieder was Bunteres. Das ist ein cooles Outfit. Und das ist hier vorne auch richtig modelliert, also keine, nicht einfach quasi 2D. Das ist cool. Oh, das ist auch relativ kreativ. Obwohl ich jetzt nicht so ganz verstehe, was das hier sein soll. Dann haben wir einmal dieses neue Gesamtoutfit. Ich habe das Gefühl, so von der Art der Klamotten sind alle jetzt relativ ähnlich irgendwie. Hier so bei den Frauen so dieser süße und aus irgendeinem Grund ein bisschen sexyere Stil. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Und bei den Männern ist auch so ein, jetzt irgendwie alles sehr viel Stoff auf jeden Fall. So sehr auch klassischere Sachen so. Dieses Element zieht sich hier echt so ein bisschen durch. Hier so ein bisschen zerrissen. Passt auf jeden Fall auch. Oh, die Kette hier ist natürlich sehr cool, aber die ist leider nicht 3D, sondern auch nur auf das T-Shirt geklebt worden. Auch hier jetzt nicht so eine wirklich große Auswahl an Farbalternativen. Also wenn man jetzt einen relativ extrovertierten Zauberer erstellen will, ist hier nicht so viel dabei. Da muss er sich halt ein bisschen dunkler oder pastelliger anziehen. Endlich gibt es mal so einen Kapuzenpulli. Wirklich, das hat eigentlich so gefehlt. An neuen Hosen steht auf jeden Fall diese hier bereit. Und diese Hose, die aus irgendeinem Grund sehr komisch hier oben sitzt. Diese neuen Hosen und ein Rock. Ja, das ist natürlich nichts Besonderes, hatten wir jetzt auch schon mehrmals. Aber das hier finde ich auch ziemlich cool. Ganz ehrlich, in diesem Spiel gibt es so wenig schöne Schuhe. Und die hier sind richtig cool. Die gefallen mir echt gut. Sowas hat mega gefehlt, aber leider gibt es sie auch wieder nur in diesen eher dunkleren Farbalternativen. Dann haben wir hier vier Farbalternativen, ein bisschen wenig, obwohl die an sich eigentlich ganz cool sind. Und diese haben wir noch. Wow, und die jetzt hier in den extravagantesten Tönen. Das Video hier ist natürlich nicht vollständig, aber die neuen coolen Accessoires hier wollte ich mir nochmal anschauen. Boah, die hier sind wirklich cool, ganz ehrlich. Ebenfalls neu sind diese Strumpfhosen hier. Schauen wir uns die nochmal schnell an. Okay, ja, doch, das passt auf jeden Fall. Sonst fand ich ja immer, dass die Strumpfhosen irgendwie alle relativ ähnlich sind, aber die hier sind natürlich nochmal was komplett anderes. Außer die vielleicht noch aus dem Vampire-Pack. Hier, habt ihr irgendwas Cooles Neues bekommen? Gar keine neuen Oberteile. Auch nicht für Jungs. Es gibt keine neuen Frisuren
Es gibt keine neuen Hosen. Es gibt keine neuen Schuhe. Es gibt scheinbar wirklich nichts für Kinder. Das ist wirklich, wirklich, wirklich traurig. Schauen wir erstmal, was es denn hier an neuen Bestreben gibt. Haben wir einmal Zauberkunst und Hexerei. Dieser Sim verfügt über ein umfangreiches Wissen der arkanen magischen Künste. Wählen wir das einmal aus. Ja, die Animation kennen wir auf jeden Fall schon. Und der Zaubertrankproduzent. Dieser Sim möchte jedes Zaubertrankrezept lernen und zubereiten. Das passt ein bisschen besser zu dir. Die Welt ist natürlich klar für dieses Video. Wir ziehen natürlich gleich nach Glimmerbrook, die neue Welt, die hier auch mit dem kleinen Buch hier angezeigt wird. Und okay, das sind unsere 5 Grundstücke, die zur Auswahl stehen. Die Map haben wir schon vorher gesehen, aber irgendwie ist es trotzdem immer ein cooles Gefühl, diese dann auch wirklich in seinem Spiel zu haben. Ich glaube, die Wahl des Hauses fällt natürlich auch jetzt relativ einfach. Wir wählen einfach das Haus, was hier schon existiert. Obwohl ich sagen muss, dass mich die Welt doch ein bisschen zu sehr an Granite Falls erinnert. Es liegt einfach und allein daran, dass die meisten Bäume in der Region diese Granite Falls typischen Standard-Tannen sind. Und ich weiß nicht so ganz, was ich von der neuen Welt halten soll. Ist natürlich jetzt auch ein relativ kleiner Kritikpunkt, aber es hätte mir schon gereicht, wenn sie einfach für diese Tannen einen neuen Typ erstellt hätten. Das Haus ist, wie man es von diesem Spiel kennt, relativ spartanisch eingerichtet. Da ist nicht viel drin. Aber wir hatten schon mal hässlichere Häuser. Bisschen dunkel, das gefällt mir gut. Das passt natürlich auch zur Atmosphäre. Was lustig ist, in der ganzen Region sind keine rosa Kirschbäume, die es dann nur hier vorne gibt. Irgendwie ein cooles Detail. Aber die Aussicht ist natürlich hier auch wieder genial. Ach doch, aber die Region ist schon auf jeden Fall ganz süß. Als Zauberer haben wir natürlich hier auch ein verändertes Symbol. Und ich muss natürlich zugeben, eigentlich wollte ich ja den Stream nochmal zusammenfassen, aber ich bin zeitlich nicht mehr dazu gekommen, weil ich halt unterwegs war. Und jetzt sehe ich auch zum ersten Mal so richtig das ganze System im Spiel. Das ist ja wirklich cool. Also vom Interface sieht es natürlich komplett anders aus als das, was wir bisher hatten. So ein richtiger Stilbruch, das gefällt mir aber ganz gut eigentlich. Okay, das scheint alles sehr ähnlich zu funktionieren wie in Vampire. Und auch diese Übersicht sieht sehr vampirmäßig aus, wie in The Sims 4 Vampire. Aber wir brauchen wieder Punkte, um hier Sachen freischalten zu können. Und wir haben unser Zauberbuch. Zauberbuch von Michael Paulus, so wie ich ihn jetzt zufällig genannt habe. Die Schulen der Magie, funktionale Magie, schelmische Magie, ungezähmte Magie und die Alchemie haben wir zur Auswahl. Natürlich auch ein klassischer Fall in die Sims. Man zieht zuerst in seine neue Wohnung und haut dann direkt ab und schaut sich die Welt an. Der wirbelnde Strudel scheint in ein Reich jenseits unserer Realität zu führen. Traust du dich, die Schwelle zu überschreiten? Ja, nein. Nein, Spaß. Wir gucken uns natürlich jetzt die neue Region an. Zack, da werden wir auch schon in einem neuen Universum, das so ein bisschen bläulicher aussieht als unsere Glimmerbrook-Region. Und okay, man hat es ja auch schon in den Trailern ganz viel gesehen, aber wow, irgendwie ist es schon mal was komplett anderes. Das einzige neue Grundstück in dieser Region. Kann man... Oh, es gibt ein neues, cooles Bücherregal. Sowas brauche ich ja irgendwie immer, das wisst ihr ja. Ich würde sagen, was können wir denn hier? Okay, wir haben noch nicht so gute magische Fähigkeiten, dass wir hier was anfangen können. Wir können Makaroni und Käse zubereiten. Ich glaube, das ist jetzt eher nicht das, was wir wollen. Vielleicht reisen wir mal zur Zauberallee rüber. Über die kaputte Brücke hier scheint es natürlich nichts zu werden. Und ja, wie ich es mir schon gedacht habe, die kleinen Häuser hier sind natürlich alle nur Deko. Aber die Shops auf jeden Fall vorne drin kann man benutzen. Die sind keine Deko. Wir stellen uns mal einfach freundlich vor. Freundlichkeit kommt man gut durchs Leben und okay, hier scheint irgendwie auch was nicht so ganz in rechten Dingen zu gehen. Ich glaube, das hier ist auch ein eindeutiges Indiz dafür, dass es hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Wie wäre es, wenn wir uns hier Zauberstäbe, Folianten und Begleiter noch kaufen? Begleiter sind es etwa die Begleiter, an die ich gerade denke. Wie sie hier ihre Ware anpreist. Okay.
Das bringt uns natürlich alles nichts. Ich glaube, wir sind ein Neuling. Nehmen doch jetzt einfach mal alles mit, was wir kriegen können. Hier so ein Klischee-Feenzauberstab ist natürlich auch witzig. Den nehmen wir auch mal mit, der ist am günstigsten. Wir müssen ja aufs Geld gucken. Und dann nehmen wir uns den hier noch mit. Unser Inventar ist auf jeden Fall schon ein bisschen gefüllt. Das Lustige ist, auch wenn es komisch ist, aber dadurch, dass hier alles auf diesen Inseln gebaut ist, habe ich immer so ein klitzekleines bisschen ungutes Gefühl im Bauch, wenn ich hier gerade in dieser Region bin. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also wenn das die Entwickler geplant haben, dann haben sie es auf jeden Fall geschafft. Durch die neuen Fenster, wenn man genau hinguckt, leuchten ja sogar ein paar Sonnenstrahlen. Das finde ich ja geil. Ich wollte mich ja gerade hier einfach mal auf die andere Seite schwingen und das ging nicht so gut. Aber es hat unserem Balken hier auf jeden Fall geholfen. Was ist denn unser nächster Rang? Der Neuling. Und aktuell sind wir ein Lehrling. Okay, hier scheint es nicht so viel zu geben. Reisen wir doch nochmal zum Garten. Da nutzt er natürlich jetzt auch seinen Besen. Funktioniert das? Okay, es hat funktioniert. Zwar nicht ganz so wie geplant, aber er ist auf jeden Fall angekommen. Und hier haben wir einen alten, kaputten, verlassenen Garten. Kann man hier mit irgendwas interagieren? Wir können nach Fröschen suchen. Und, oh, hier ist eine Schlange unterwegs, die aber nur Deko ist. Mit der kann man nicht interagieren. Hier hinten, was wartet auf uns? Okay, wir haben hier so eine kleine Grabstätte. Und wir gucken hier doch auch mal nach Kartoffeln. Sind alles scheinbar Sachen, die es auch im Basisspiel ja schon gab. Und dann würde ich sagen, solltest du dich vielleicht mal wieder auf den Heimweg begeben? Sonst gibt es hier auch noch gleich einen peinlichen Unfall mit deiner Blase, wenn du hier schon so rumeierst. Wir können insgesamt 15 Dinge in der Alchemie lernen. Teleportieren, Reproduktion. Das ist in der funktionalen Magie. Die Schelmische, gehen wir doch direkt mal zur Alchemie. Zaubertrank Bedürfnisbefriedigung, Zaubertrank Übelkeit, reger Verstand. Das klingt auf jeden Fall alles ziemlich witzig, aber wasch dir mal lieber die Hände und ich würde sagen, wir schauen uns nochmal schnell den Baumodus an. Da habe ich jetzt wirklich absolut gar keine Ahnung, was auf mich zukommt, weil ich da auch den Stream zu wenig gesehen habe. Was haben wir denn hier Neues? Okay, schon mal... zwei neue Betten, die alle in einem Stil gehalten sind. Dieses Dach ist einfach genial. Das hat, in der Art hat es das, glaube ich, auch noch nicht in die Sims 4 gegeben. Ich habe das Gefühl, so langsam, die Entwickler probieren in jedem Pack immer so ein bisschen was Neues aus, was es noch nicht so ganz gab. Und diesmal scheint es das zu sein. Die erinnern mich alle an diesen Queen Anne-Stil, den es auch im Basisspiel gab, aber diesmal irgendwie noch ein bisschen in schicker. Und so wie es aussieht, haben die... Ja, okay. Zwar jetzt auch nicht mega viele Farbalternativen, aber ein bisschen mehr als die Sachen im Ersteller 1 Sim-Modus. Doch dieses Set, in dem alle Objekte hier gestaltet wurden, gefällt mir ganz gut. Die hier, das ist ja auch sehr extravagant und prunkvoll hier. Und die Dusche ist auch ganz cool. Hier haben wir unseren neuen Kessel natürlich. Ziemlich fancy auf jeden Fall. Eine passende Bar. Alles auf jeden Fall so zusammenhängend. Das hier ist auch neu. Der Spiegel ist neu. Dieser Spiegel hier ist neu. Wir haben auch neue Vorhänge bekommen. Auch wieder eine neue Idee, die es bisher auch noch nicht so gab, hier mit diesem Bogen, wo das so aufgehängt wurde. Natürlich auch nicht für jedes Fenster, sondern nur für ein paar ausgewählte, aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ein Teppich, den man quasi so zusammensetzen kann, das ist auch witzig. Könnte man den auch theoretisch... Ah! Man kann hier auch so einen richtig großen Läufer erstellen. Wenn man den Stil gut gebrauchen kann, dann... ist das auf jeden Fall doch eine ziemlich gute Ausbeute. Okay, der Brunnen, den wir auch schon in der neuen Region gesehen haben. Das ist natürlich auch gruselig. Sogar eine neue Krippe haben wir bekommen in ein paar Farben. Hier sieht es auch eher
relativ nach wenigen Farbalternativen, aber alles passt zumindest mal ganz gut zusammen. Ein paar neue Lampen gibt's auch noch. Das ist ja mein genialer Kühlschrank. Der ist ja witzig. Der Glimmerbrook-Kühlschrank, 30 Tage. Einen passenden Herd. Der ist auch extrem cool. Gibt's den auch ohne das Goldene? Ah, das okay. Das ist ein bisschen schade. Sonst hätte man den auch so vielleicht in ein altertümliches Haus packen können. Die Auswahl der Objekte ist doch ziemlich gut. Ich muss ehrlich natürlich zugeben, in dem Stil baue ich nicht gern. Das ist nichts für mich. Aber ich wette, es gibt wirklich viele Zimmer, die damit richtig viel anfangen können. Vor allem, meiner Meinung nach, das Set ist auf jeden Fall sehr komplett. Und es gibt wirklich auch, der Stil ist auf jeden Fall sehr, sehr individuell und neu. Gab es ja ein paar Packs, die dann vom Stil eher so aussahen, als hätte es die auch schon im Spiel gegeben. Wie zum Beispiel Werde berühmt, könnte ich so zuordnen, auch wenn die Objekte cool waren. Aber das hier ist auf jeden Fall wirklich viel individuelles Neues. Und das passt natürlich auch sehr, sehr gut zum Pack-Thema. Ja, schauen wir nochmal schnell, was es hier so an neuen Tapeten Neues gibt. Okay. Ich habe einen kleinen Fable für diese Steintapeten und die hier gibt's. Okay, auch nicht in so vielen Farben. Aber die ist auch ganz cool. Warum gibt es die nicht noch ein bisschen heller? Naja, aber nicht so schlimm. Und wow, okay, die hier finde ich auch sehr cool. Die kann man garantiert auch sehr gut später im Spiel benutzen. Einmal den hier und einmal den hier. Keine neuen Fundamente. Neue passende Fenster. Okay, da ist auch ein bisschen Auswahl dabei. Doch, gefällt mir alles eigentlich ziemlich gut. Ist zwar nicht ganz mein Stil, aber das hier kann man ja auch so in... Oh, okay. Ich glaube, das ist auch eine kleine Premiere. Das ist hier auch einfach mal komplett andere Fenster mit anderen Farbalternativen gibt. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Wenn ihr das Pack habt, schaut auf jeden Fall mal die Farbalternativen durch. Da gibt es dann die auch mit diesem Buntglas. Krass. Okay. Allgemein bin ich auf jeden Fall schon mal ganz gespannt. Was mir ein bisschen negativ auffällt, ist, ehrlich gesagt, es wirkt wirklich vom System exakt gleich wie bei Vampire, aber dafür habe ich das Pack jetzt natürlich zu wenig gespielt, um darüber was Ausführliches sagen zu können. Es war jetzt, ich bin hier gerade bei einer Stunde in meiner Rohaufnahme und ja, ich bin auch auf die neue Welt gespannt. Wahrscheinlich der Ausmaß der neuen Möglichkeiten wird jetzt nicht so krass hoch sein, so wie es für den ersten Blick aussieht. Aber wenigstens haben wir auf jeden Fall eine ganz coole neue Region bekommen. Dann würde mich doch mal eure Meinung zum Pack interessieren. Schreibt mir die doch gerne mal in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.